Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr im Titel schon lesen konntet, geht es heute um ein spezielles Thema. Es ist kein richtiges Schwangerschaftsupdate. Das wird jetzt auch aktuell dann nochmal kommen, weil ich bin jetzt einfach schon etwas weiter als die Geschichte, um die es eigentlich in diesem Video geht. Deswegen am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht das aktuelle Schwangerschaftsupdate und auch nicht das Video, wie wir denn jetzt überhaupt im Krankenhaus entbinden dürfen. Darf mein Mann dabei sein? Wie lange darf er mich besuchen? Darf mich überhaupt jemand besuchen? Und. Das werde ich nämlich auch jetzt im Nachhinein dann noch abdrehen. Ich bin nämlich aktuell ab morgen schon in der 39. Schwangerschaftswoche und ja, wie gesagt, dieses Video hier ist es vor ein paar Wochen, wie gesagt, entstanden oder besser gesagt die Geschichte dazu, die ich euch jetzt erzähle, das ist vor ein paar Wochen schon passiert. Ich hatte nämlich die Anmeldung im Krankenhaus, die macht man, glaube ich, ganz unterschiedlich. In manchen Krankenhäusern macht man sie früher, in manchen später. Bei uns, wie gesagt, war sie, glaube ich, ab der 34. bis 38. Woche kann man hingehen. Und ich war in der 36. Schwangerschaftswoche, wo ich dort eben hingegangen bin zur Anmeldung. Da bespricht man allgemein einfach die Geburt. Da wurden auch ein paar Dinge geklärt, weil ein paar Dinge ja in der ersten Geburt ein bisschen schief gelaufen sind oder die man verbessern konnte. Das wurde da auch vermerkt, wo ich wirklich immer noch die Daumen drücke, dass ja, ich nicht mehr so starke Blutungen nach der Geburt habe. Das wurde, wie gesagt, dort vermerkt, dass das bei mir der Fall war. Und da wird mir anscheinend irgendein Tropf oder so gelegt. Ich kann euch nicht sagen, mit was genau, aber auf jeden Fall wird da was gelegt, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Genau. Und da wurde eben das besprochen und dann wurde auch nochmal das Kind gemessen und einfach nach dem Kind geschaut. Und ja, da wurde dann tatsächlich festgestellt, dass die kleine Maus schon sehr schwer ist. Und die Ärztin hat sich dann ein bisschen Sorgen gemacht und hat halt ja, zu mir gesagt, dass sie davon jetzt eigentlich nicht so begeistert ist, weil die Kleine da eben schon ja, mehr als 3 Kilo gewogen hat und sie gemeint hat, dass die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch ist, dass die Kleine auf jeden Fall über 4 Kilo schwer wird. Und bei 4 Kilo ist bei denen im Krankenhaus immer so eine Art Grenze, die man zieht, weil man sagt, ab 4 Kilo sind einfach die, oder ist die Wahrscheinlichkeit eines Notkaiserschnittes und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da untenrum sehr verletzt, sehr groß. Und deswegen haben die ein paar Optionen, die jetzt, wofür ich mich entscheiden muss oder wir uns entscheiden müssen. Und ja, das ist einfach so, dass die jetzt nochmal einen extra Termin mit mir vereinbart haben. Den habe ich erst nächste Woche, genau nächste Woche, also in der 39. Schwangerschaft, in der 40. Schwangerschaftswoche, also 39 plus 0, wird dieser Termin stattfinden. Da wird dann nochmal genau geschaut und an diesem Tag wird dann auch einfach entschieden. Das heißt also, entweder werde ich dann 39 plus 1 eingeleitet, sodass ich einfach eine Woche vor dem errechneten Termin schon eingeleitet werde und die Maus dann vielleicht gar nicht so schwer ist. Oder man entscheidet sich natürlich jetzt auch sofort für den geplanten Kaiserschnitt. Wir haben einfach gesagt, wir entscheiden uns, wie gesagt, erst nach diesem Termin, weil es auch einfach sein kann, dass sie sich verschätzen. Und ich hatte, ich glaube, 1,5 Wochen danach noch einen ganz normalen, regulären Frauenarzttermin und habe gesagt, ich möchte das auch mit meiner Frauenärztin nochmal besprechen. Dieser Termin war, wie gesagt, letzte Woche. Meine Frauenärztin hat tatsächlich festgestellt, dass die Kleine nicht so schwer ist. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wie messen die das? Das kann ja immer ein Plus von 500, also plus minus 500 Gramm sein. Und sie hat 1,5 Wochen später eigentlich erst gemessen, dass die Kleine ungefähr 3 Kilo wiegt. Ja, und jetzt haben wir einfach gesagt, wir warten diesen Termin ab, der wie gesagt 39 plus 0 stattfindet. Und werden uns dann einfach entscheiden, ob wir, wie gesagt, einen geplanten Kaiserschnitt machen, ob wir vorher einleiten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin von beidem kein Fan. Also von der Einleitung habe ich so oder so noch nie was Gutes gehört. Also wirklich noch nie. Und ja, einen Kaiserschnitt will ich ja eigentlich so überhaupt nicht. Das ist ja so das Horrorszenario für mich, so ein Kaiserschnitt. Das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Vor allem gerade in der Situation, wo wir sind.
noch weniger eigentlich. Ja, deswegen werden wir da schauen, was wir machen. Ich denke aber, dass ich eigentlich relativ, ja, konstant bleiben werde und werde einfach abwarten, ob die Kleine nicht einfach doch früher kommt. Das hat sie nämlich auch gemeint. Vielleicht ist der errechnete Termin einfach ein bisschen zu weit hinten gelegt und die Kleine kommt halt einfach ein bisschen früher und deswegen wiegt sie einfach schon ein bisschen mehr. Kann natürlich auch sein. Ihr werdet es, wie gesagt, erfahren, wenn die Kleine kommt, genauso wie ich. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir uns einfach mal überraschen, wie der Termin dann nächste Woche aussieht. Wenn die Kleine da dann schon fast 4 Kilo hat, was ich jetzt wirklich eigentlich nicht glaube, dann ja, reden wir einfach nochmal und dann wird sich halt einfach nochmal spontan entschieden. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall nur sagen, erzählen und hoffe natürlich, das Wichtigste ist für mich, wie gesagt, dass die Kleine gesund auf die Welt kommt und ob ich mich da unten jetzt verletze oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Hauptsache der Kleinen geht's gut und es gab noch kleinere und schmächtigere Frauen wie mich, die noch schwerere Babys auf die Welt gebracht haben und das Ganze überlebt haben und ja, deswegen bin ich da eigentlich, wie gesagt, eher für die natürliche Geburt ohne irgendwas mit Einleiten und Kaiserschnitt oder so. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was dabei rauskommt und drückt mir auf jeden Fall die Daumen und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video. Da gibt es ein Schwangerschaftsupdate und ich werde euch, wie gesagt, erzählen, wie es bei uns denn aktuell sein wird. Hoffentlich. Also dass es so bleibt, dass es nicht schlimmer wird, wie wir die Kleine auf die Welt bringen können, ob mein Mann dabei sein kann, wie gesagt, wie lange er mich besuchen darf, ob mich überhaupt noch jemand besuchen darf und. Und dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!